Ein liebevolles Geschenk zu Weihnachten selber gestalten ist das heutige Thema. Und herzlich willkommen. Das Material heute für in diesem Video Leinwände gerne auch gebraucht, Acrylfarben, Pinsel und Uniposca-Stifte kommen zum Einsatz. Und ich hatte noch ganz vergessen, Tusche ebenso. Ach ja, kurze Vorstellung. Ich bin Karin, ich bin hochsensibel und trockene Alkoholikerin. Und auf meinem Kanal geht es um heilsames Malen für mehr Leichtigkeit in deinem Leben. Und mit Leichtigkeit beginne ich hier jetzt. Es entstehen ja kleine Acrylbilder. Und die Grundfarbe, die Hauptfarbe ist blau. Mir war nach blau, aber du kannst natürlich jederzeit auch deine eigenen Farben verwenden. Und der Fokus ist ja ein Stück weit auf leicht, fluffig. Ja, ich mische gern meine Acrylfarben ein bisschen mit Wasser. Das ist so der erste Anstrich, sage ich mal. Und hier siehst du, ich nehme hier alte Farben, die sind Acrylfarben, die bestimmt schon ein, zwei Wochen alt sind von einem anderen Porträt oder von einem Porträtbild. Auch die werden verwendet. Ja, und es geht um kleine Geschenke, um Geben, um Nehmen, um Ausgleich. Ja, und lass dir, wenn du jetzt dir überlegst oder sagen wir es mal andersrum, ach ja, bevor ich jetzt hier weiter einsteige zum Thema auch, was heilsames Malen bringt, das ist Tusche. Das ist übrigens Tusche, die hier zum Einsatz kommt. Da lassen sich wundervolle Lasuren auftragen oder, ja, das ist dann immer so schön, weil die so durchleuchten. Die Farbe unterhalb der Lasur leuchtet so durch, scheint durch. Und hier geht es jetzt weiter mit, ja, hier fühle ich mich, jetzt sind wir schon im Thema heilsames Malen. Ich fühle mich jetzt hier rein in die Formen. Und die Linien, das sind jetzt die Posca-Stifte, ich liebe sie wirklich, weil die ganz toll, kann man toll einsetzen. Und ja, da geht es jetzt so um, welche Formen erkenne ich. Also wir sind ja jetzt nicht im figürlichen Bereich, sondern im abstrakten Bereich. Welche Formen sprechen mich an? Wo muss eine Linie gezogen werden? Na, den Stift hier, das ist zum Beispiel ein Feinliner, den ich jetzt für Keilrahmen oder Leinwände weniger benutze. Aber jetzt nochmal zum Thema Spiel ein bisschen auf der Leinwand. Ja, du hast da sämtliche Möglichkeiten. Verschenke ein verspieltes Bild. Überleg dir, wem könntest du jetzt speziell eine Freude machen zu Weihnachten. Wer soll ein verspieltes Bild bekommen? Kann auch sein, dass du das Bild dann dir selber schenkst. Ja? Die Möglichkeit besteht auch. Du hast freie Entscheidung. Du entscheidest. Ja, und dieser ganze Prozess hier, den du siehst, das ging über, naja, ich würde mal sagen, maximal 2 Stunden. Man muss natürlich bei den ersten Blautönen muss man natürlich schon warten, bis die trocken sind. Und dann kannst du loslegen mit Stiften. Nimm das Material, was du gerade zu Hause hast. Alles ist erlaubt. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dieses heilsame Malen, oder wenn ich mir überlege, wem könnte ich jetzt eine Freude machen, es hilft auch, wenn ich in einer traurigen Stimmung bin.
dann hilft mir das ungemein weiter, dass ich mir überlege, wem könntest du jetzt heute eine Freude machen? Wenn dir das Video bis jetzt gefallen hat, freue ich mich natürlich wie immer über einen Daumen hoch. Wenn du kein weiteres Video verpassen möchtest, dann abonniere gerne meinen Kanal. Ja, hier ist schon recht bunt. Ja, und hier siehst du, das gefällt mir nicht, das war mir zu unruhig. Und du hast jederzeit die Möglichkeit, dein Bildchen umzugestalten. Ja. Das kannst du auch im Leben anwenden. Du hast jederzeit die Freiheit, dein Leben liebevoll zu korrigieren, umzugestalten. Genauso wie auf der Leinwand. Das ist heilsames Malen. Ja, hier übt man fürs Leben. Wenn du Fragen hast bezüglich Material oder auch Technik, dann schreib mir doch einfach die Frage unten in den Kommentar und damit ich sie dir einfach auch beantworten kann. Fertig ist das Bildchen. Übrigens, dieses kleine Bildchen habe ich mir selber geschenkt. Ich finde es putzig. Sind ja genügend andere da für andere.